Hey ho zusammen und herzlich willkommen in einem neuen Video. Oh, es tut mir leid, ihr wackelt wieder sehr krass. Ich versuche mich so wenig wie möglich zu bewegen, damit ihr nicht zu sehr wackelt. Hi und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich entstaube ihn mal hier so ein bisschen. In der Hoffnung, dass noch ein paar Menschen da sind, die mir irgendwann mal gefolgt sind. Aber ich muss euch eine kurze Info geben. Kurze Info, you know what it means. Das Video wird wahrscheinlich eine halbe Stunde lang. Ihr kennt mich. Also, passt auf. In den letzten Jahren, muss ich ja mittlerweile schon sagen, ist einfach ging viel passiert. Es ist ein Umzug gewesen. Es sind arbeitstechnische Dinge gewesen, die sich bei mir sehr verändert haben. Ich habe ein Studium begonnen. Und es ist einfach unglaublich viel passiert, was dafür gesorgt hat, dass meine YouTube-Karriere halt komplett ins Stocken kam. Ich habe zwischenzeitlich mal versucht, das Ganze ein bisschen zu ändern. Also sprich, meinen Content ein bisschen zu verändern in Richtung von etwas, wo ich weiß, dass ich das wahrscheinlich täglich machen werde, um euch weiterhin irgendwelchen Content liefern zu können. Das Problem an der ganzen Sache war nur, dass das auch nur eine Phase war. Ja? Ihr habt vielleicht die Videos gesehen. Es ging um Zeichnen, um Malen, um künstlerisch tätig werden. Ist auch ein ganz großer Teil meines Lebens, wird es auch immer bleiben. Aber der Punkt ist, dass ich das nicht regelmäßig getan habe. Es gab eine Zeit, wo ich das getan habe, auch weil das für mich so ein bisschen Stressrelief war, weil das ein bisschen war, um einfach runterzukommen, ne, nach der Arbeit ein bisschen. Aber es war nichts, was mein Leben wirklich bestimmt hat, sage ich mal. Das war ja immer das, wo ich euch immer so ein bisschen mitgenommen habe, bei Dingen, die in meinem Leben so abgehen und die mir in diesem Moment einfach wirklich viel bedeutet haben. Und das war eine Zeit, wo ich halt auf YouTube auch wirklich aktiv sein konnte, weil das Dinge waren, die ich mit Leidenschaft gemacht habe, wo ich wahnsinnig viel Herz und Freude reingesteckt habe. Und deswegen fiel es mir auch einfach dazu, Videos zu machen. Jetzt ist allerdings natürlich, dadurch, dass ich nicht mehr an meinem PC sitze, das Video erstellen ein bisschen schwieriger geworden. Liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich mit der PlayStation und dem Video erstellen von der PlayStation nicht wirklich. Also ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Das ist der Punkt. Ich weiß, dass es geht und ich weiß, dass man die auch im Prinzip von der PlayStation, wenn man sie aufgenommen hat, da runterbekommen kann, um sie dann weiter zu bearbeiten. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie. Und ich hätte mich normalerweise. Sehr krass scheinen die gerade hier, ne? Sekunde. Ich mach kurz ein bisschen weniger Licht, sonst bin ich etwas überbelichtet. Ich bin gleich wieder da. Schon besser. So, ja, wo war ich gerade? Genau. Ich weiß im Prinzip, ich könnte mich auch darüber informieren, wie es funktioniert, auf der PlayStation Videos aufzunehmen und da runter zu bekommen und zu bearbeiten und so weiter und so fort. Allerdings hat mir dafür einfach wirklich die Zeit gefehlt. Also es war so, dass ich das wirklich gerne gemacht hätte. Also es waren Spiele, die ich wirklich, wirklich gerne als Let's Play gemacht hätte. Das begann damals schon mit Bloodborne, als ich meine erste PS4 bekommen habe. Bloodborne ist einfach eines der geilsten Spiele, die jemals gemacht wurden, meiner Meinung nach. Muss man ja mittlerweile immer dazu sagen. Und ich hätte das unfassbar gerne als Let's Play gebracht. Es folgten weitere Spiele, wo ich das wirklich gerne getan hätte. Nicht zuletzt Elden Ring. Ich habe jetzt tatsächlich eine PS5. Ich gehöre zu der privilegierten Form von Mensch, die eine PS5 ergattern konnte. Beziehungsweise mein mittlerweile Ehemann hat im Prinzip durch Zufall sogar eine bekommen. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Heißt, wir haben jetzt eine PS5. Und ich hätte Elden Ring spielen können. Und natürlich spiele ich aktuell Hogwarts Legacy. Aber ja, da ich, wie gesagt, nicht so wirklich firm bin mit der Let's Play-Erstellung auf einer PlayStation, war das ein bisschen schwierig. Was ich bei Hogwarts Legacy jetzt aber begonnen habe, ist streamen. Es ist nicht ganz einfach, weil meine Internetverbindung, trotz dass ich irgendwo mitten in Köln wohne, mitten in der Innenstadt, ist die Internetverbindung nicht immer ganz so geil. Und ich muss zugeben,
Ja, es hat nicht immer so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber im Prinzip habe ich auch Aufnahmen von dem Spiel gemacht und ich könnte es wahrscheinlich als Let's Play machen, weil ich von der PlayStation aus die Sachen direkt auf YouTube hochladen kann. Die sind dann natürlich unbearbeitet, aber das war bei Let's Plays ja sowieso meistens der Fall. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist ein Intro davor zu schneiden und fertig. Weiß ich jetzt nicht, ob das so zwingend notwendig ist. Ich würde dann einfach versuchen, das quasi, ja, unbearbeitet direkt auf YouTube hochzuladen. Dauert eine halbe Ewigkeit, wenn die Videos zu lang sind. Das heißt, ich bin mehr oder weniger sogar dazu gezwungen, die Videos etwas kürzer zu halten. Ich weiß nicht, ob das immer so klappen wird, aber wir werden sehen. Was ich damit einfach nur jetzt sagen möchte, ist, es ist in den letzten Jahren sehr viel passiert. Es kamen sehr wenig Videos. Es war ein sehr unstrukturierter Plan, den ich mit diesem Kanal hier verfolgt habe. Beziehungsweise im Prinzip hatte ich gar keinen Plan. Ich habe mehrfach versucht, den Inhalt dieses Kanals über den Haufen zu schmeißen und ein bisschen was anderes zu versuchen. Hat, wie ihr gemerkt habt, nicht funktioniert, nicht mal im Ansatz. Was ich festgestellt habe, als ich jetzt meine ganzen Videos nochmal durchgegangen bin, ist, dass ich tatsächlich einen relativ großen Teil meiner Follower habe oder Abonnenten, die Harry Potter-Fans sind. Und ich habe tatsächlich in den letzten Monaten auch mehrfach Kommentare bekommen, die gefragt haben, wann geht's denn mit Harry Potter weiter? Jetzt! Dank Hogwarts Legacy geht's jetzt auf meinem Kanal mit Harry Potter weiter. Was ich vorweg nur sagen möchte, ist, dass ich weiß, das ist schwierig, aber ich möchte diese ganze Diskussion um J.K. Rowling von meinem Kanal fernhalten. Ich will keine Diskussionen darüber führen müssen. Ich möchte kein Video dazu hochladen müssen. Ich möchte einfach nur dieses Spiel genießen. Okay? Also, wenn ihr irgendwelche Probleme damit habt, dass jemand dieses Spiel spielt und es nicht cancelt in irgendeiner Form, dann steht es euch frei, diesen Kanal zu verlassen. Okay? Ihr müsst es euch nicht anschauen und ich persönlich werde mich nicht auf irgendwelche Diskussionen einlassen. Ich möchte einfach nur dieses Spiel spielen, denn es ist ein Teil meiner Kindheit. Es ist eigentlich fast der Teil meiner Kindheit. Und ich habe mich so verdammt auf dieses Spiel gefreut. Ich habe mir die Deluxe Edition geholt, damit ich es am 7.2. direkt anfangen kann. Ich habe um Punkt 0 Uhr vor der PlayStation gesessen und habe mittlerweile über 60 Spielstunden in diesem Spiel. Mehr, glaube ich sogar. Ich glaube fast 70, weil ich habe mittlerweile schon zwei Charaktere angefangen. Und ich liebe dieses Spiel abgöttisch. Es gibt kaum etwas, was ich Negatives über dieses Spiel sagen kann. Ich habe die Hauptstory mittlerweile einmal durch. Wenn ihr also möchtet, kann ich euch auch gerne so eine Art Review-Video zu dem Spiel machen. Aus meiner Sicht, ich bin kein Spieletester, ich bin kein Journalist, ich bin einfach nur Yari, die dieses Spiel gespielt hat. Und Spaß dabei hatte. Halt, ja, wenn ihr möchtet, kann ich euch gerne eine Rückmeldung dalassen. Ich war am Anfang sehr krass im Fangirl-Modus. Ich habe nichts an diesem Spiel auszusetzen gehabt. Mittlerweile merke ich, dass es so die ein oder andere kleine Kinderkrankheit hat und nicht alles perfekt ist. Aber wie gesagt, ich kann euch, wenn ihr möchtet, gerne eine Art Review dazu geben, damit ihr dann auch meine Sicht der Dinge hört und ja. Ich würde einfach gerne versuchen, auf diesem Kanal, hier ist irgendwo so eine, nee, geh weg. Kleine Locke, die mich die ganze Zeit stört. Mein Gott, da hat gerade unsere Heizung ein bisschen verrückt gespielt. Genau, ich würde gerne versuchen, ein Hogwarts Legacy Let's Play auf diesem Kanal zu bringen. Ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert. Ich habe noch nie etwas über die PlayStation direkt auf YouTube hochgeladen. Ich habe, wie gesagt, ein, zweimal gestreamt. Ich kann euch gerne meinen Twitch-Account hier unten in die Infobox packen. Da könnt ihr mir dann gerne folgen. Und ich versuche auch häufiger mal zu streamen. Es wird wahrscheinlich meistens sehr spät abends sein. Also ich denke mal so ab 21, 22 Uhr. Wenn euch das zu spät ist, tut es mir sehr leid. Aber vorher ist immer schwierig. Wenn ich frei habe, versuche ich das auch vormittags so ein bisschen zu machen, also irgendwann gegen 12 bis 14 Uhr oder so. Ich habe aber keine festen Zeiten, ne? Dadurch, dass ich mittlerweile, wie gesagt, studiere, ich arbeite nebenher und ich habe zwar, also
ne, ich habe halt relativ wenig Zeit, um wirklich regelmäßig zu streamen. Ich habe da keine festen Zeiten, zumal ich auch immer noch im Schichtdienst arbeite. Wird sich hoffentlich ab Mitte des Jahres ändern. Da bekomme ich dann nämlich auch einen neuen Job. Das kommt auch noch dazu. Also ja, es tut sich gerade sehr viel oder es hat sich auch sehr viel getan. Und deswegen war es einfach wahnsinnig still auf meinem Kanal. Diese Umswitchung von Let's Play-Kanal auf Kunstkanal hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Ich bin auch am Überlegen, ob ich die Videos wieder runternehme oder zumindest auf privat schalte, weil die irgendwie einfach nicht auf meinen Kanal passen, finde ich. Es gibt generell so ein, zwei Videos, die passen einfach nicht auf meinen Kanal. Ich überlege, sie wieder runterzunehmen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber das wird sich dann noch zeigen. Wie gesagt, jetzt würde ich gerne versuchen, wieder regelmäßiger hier bei euch zu sein und damit ihr was von mir habt. Ihr habt mir immerhin euer Abo geschenkt für etwas. Wie gesagt, wenn ihr mit dem Ganzen nicht so einverstanden seid, ich bin keinem böse, der diesen Kanal verlässt. Das habe ich auch damals schon gesagt, als ich gesagt habe, ich möchte daraus gerne einen Kunstkanal machen. Es gab tatsächlich ein paar, die gegangen sind. Dumm jetzt, dass es im Prinzip doch wieder in die andere Richtung geht. Kommt zurück! Nein! Egal. Jedenfalls wird es ab jetzt Content zu Harry Potter wiedergeben. Halleluja! Es gibt tatsächlich auch das ein oder andere Video, das noch irgendwo in der Pipeline steckt, was ein Harry Potter Tag gemeinsam mit einer sehr guten Freundin war. Ich habe das bisher noch nicht bearbeitet bekommen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es noch kommen wird. Aber wenn ja, es erwartet euch auf jeden Fall wieder und weiter Harry Potter Content auf diesem Kanal. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich habe auf jeden Fall mega, mega Bock drauf. Und ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ob es regelmäßig kommt, keine Ahnung. Ich will nichts versprechen. Aber was ich versprechen werde, ist, dass ich versuchen werde, ab jetzt wieder Content hier zu bringen. Oh, WhatsApp. Hallo. Diese Klingeräusche in meinen Videos habe ich wirklich schon sehr vermisst. Facebook gibt es nicht mehr, weil ich bin nicht mehr auf Facebook. Aber hey, es gibt es immerhin WhatsApp. Ach ja, die Running Gags auf meinen Videos werden einfach nicht weniger. Es wird immer weitergehen. Das ist eine never-ending Story hier. Also, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Bock. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich freue mich mega darauf, dass ich hier wieder zurück bin. Und ja, schaut gerne unten in die Videobeschreibung. Wie gesagt, erster Link ist mein Twitch-Account. Ihr könnt auch gerne auf meinem Instagram vorbeischauen. Falls ihr doch an dieser Kunstgeschichte interessiert seid, packe ich euch auch gerne unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr so ein bisschen meine künstlerischen Ergüsse sehen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns bald in neuen Videos. Bis dahin, ciao!